Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Herr Dr. Johannes Hartlapp aus der Theologischen Hochschule in Friedzau. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich bin gespannt auf das kommende Thema. Ich hoffe, Sie sind auch bereit. Wir können anfangen, ja. Sehr gut, sehr gut. Heute wollen wir mit der Reformation abschließen. Wir haben jetzt einige Epochen der Reformation hinter uns. Wir haben uns Martin Luther angeschaut, die Täuferbewegung, die Anfänge der Reformation. Also eine bewegte und spannende Zeit. Heute wollen wir in das Jahr 1648 gehen. Was, sage ich mal, jetzt so den Abschluss, offiziellen Abschluss der Reformation kennzeichnet. Vielleicht kann man das gar nicht so sagen. Sie werden mich da korrigieren. Was sind denn die Ergebnisse beziehungsweise das Fazit der Reformation, was wir miteinander besprochen haben? Ja, man kann natürlich Ergebnisse aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Natürlich wird man sagen, wenn man ein Protestant ist, die Reformation hat die Welt verändert, gar keine Frage. Aus der Perspektiven der katholischen Kirche wird man sagen, die Kirche ist gespaltet. Die wurde gespaltet. Sie wurde schon vorher gespaltet, wenn man sich daran denkt, das große Schisma mit der Orthodoxie. Aber es geht eine Trennung seitdem durch Europa, ist gar keine Frage, und nicht nur durch Europa, sondern durch die Welt. Und trotzdem muss man nüchtern betrachten, es sind also ganz verschiedene Bereiche, die hier angesprochen wurden. Also, welche Ergebnisse hat die Reformation gebracht? Auf der einen Seite, die Reformation hat, wie wir bereits gesagt haben, im Sinn des Humanismus bibelhumanistisch gearbeitet. Sie hat bezogen auf die Bibel jetzt in ihrer Ursprache gelesen und hat gefragt, was bedeutet das heute für mich? Hat also die Vorstellung, dass eine Institution darüber entscheidet, was ich zu glauben habe, in Frage gestellt. Hat damit angefangen, dem Einzelnen ein Stück Mündigkeit zu geben. Wir haben aber auch gesehen im Beitrag über die Täuferbewegung, dass das nur limitiert war. Das heißt, die Reformation hat ganz stark einen Weg angestoßen hin zu einem Individualismus. Auch einen Weg angestoßen hin später zur Aufklärung. Das heißt, in der Vorstellung, wir entdecken Dinge für uns selbst. Humanismus wurde kam der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Das heißt, die Institution oder Organisation Kirche tritt ein Stück zurück und der Einzelne bekommt eine Bedeutung. Also hier haben wir Entwicklungsstufen hin, die sich dann in den nächsten Jahrhunderten stärker ausbauen. Also Aufklärung und wie die Entwicklungen dann auch folgten. Oder wir haben auch Auswirkungen gehabt auf die Politik. Große Auswirkungen auf die Politik. Letztendlich hat es schon zu Luthers Zeiten zwei Machtblöcke gegeben, aus denen sich militärische Bündnisse gebildet haben. Es kommt dann zur Auseinandersetzung. In dem Jahr nach dem Tod Luthers kommt es zur Auseinandersetzung 1547, und da beginnt eigentlich dann der militärische Kampf, der zwar eingedämmt wird, es kommt dann auch zum Augsburger Religionsfrieden, aber letztendlich entlädt sich das im Dreißigjährigen Krieg. Nun kann man sagen, der Dreißigjährige Krieg war ein Religionskrieg. Später wurde gesagt, es war kein Religionskrieg. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Auch bei Religion geht es immer um Machtfragen und um Autorität und um Anspruch. Auch das ist da. Aber letztendlich mündet diese Auseinandersetzung durch die Reformation in einem Spannungsverhältnis, das im Dreißigjährigen Krieg viel Leid über Europa bringt. Ein Krieg, wie Europa ihn vorher nicht gesehen hat. Wir kommen gleich zu dem Dreißigjährigen Krieg. Ich würde Ihnen gerne meine Karte zeigen. Da können Sie mal sagen, was Sie dort sehen. Also das ist eine Karte von 1618, Ja. und das Blaue ist katholisch und alles Rötliche und Gelbliche ist jetzt protestantisch, ob es Ja. Calvinisten, Zwinglianer, Lutheraner sind, und so weiter. Man sieht auch Gebiete, die ja so ein bisschen gemischt sind und durchsetzt sind. Wie stellt man sich das jetzt vor? Bis gestern waren ja alle katholisch und jetzt haben wir gemischte Dörfer, gemischte Städte, gemischte Ehen vielleicht, Familien. Nein, das haben wir noch nicht gehabt. Das haben wir noch Das nicht gehabt, deswegen gab es noch damals nicht. mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, nein. Wie vollzieht sich so ein Wandel innerhalb der Gesellschaft? Das würde mich interessieren. Ich meine, da kann es ja nur zu Spannungen kommen, oder? Ja. Also, vielleicht muss man so sagen, die Reformation scheint zuerst über die Städte verbreitet worden zu sein. Die großen Städte im Wesentlichen
haben die Reformation angenommen. Hier sehen wir auf der Karte noch Bayern, Altbayern mit Blau eingezeichnet. Beim Tod Luthers geht man davon aus, dass 9/10 des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, dass die lutherisch oder besser gesagt protestantisch gewesen sind. Große Städte, auch gerade in Bayern, nicht wahr? Augsburg, Nürnberg, ja. München hatte damals noch nicht die große Bedeutung, die es heute hat. Das heißt also, die Großstädte waren im Wesentlichen protestantisch gewesen. Und dann hat sich von den Städten aus die Reformation aufs Land verbreitet. Und dann, und diese Karte zeigt jetzt schon die einzelnen Länder und Staatsgrenzen darunter an, dann hat sich das natürlich auch verändert durch den Augsburger Religionsfrieden. Aber es bedeutete einfach, die Reformation war eine Bewegung, die dann sich fortgesetzt hat und die von den einzelnen Fürstentümern übernommen werden müsste. Also das erste Land außerhalb Kursachsens war ein klein anhaltinischer Kleinstaat, Anhalt-Dessau, der damals die Reformation übernommen hat. Und dann ging es andere Länder. Herzogtum Braunschweig sehen wir hier. Ja, Brandenburg ist auch schon bald, es war ursprünglich Ordensland gewesen und ist dann Kurfürstentum geworden, ist protestantisch geworden. Das heißt, die verschiedenen Länder übernehmen die Reformation. Das bedeutet also, im Wesentlichen war das nicht die Entscheidung des einzelnen Gläubigen, sondern das war vor allem die Entscheidung der Obrigkeit. Und so ist die Obrigkeit sozusagen der entscheidende Hintergrund für den Fortgang der Reformation. Und dort, wo die Obrigkeit eben nicht zugestimmt hat, da konnte die Reformation nicht verbreitet werden oder dort ist sie nur teilweise verbreitet worden. Dabei gab es ja auch freie Reichsstädte, die man auf der Karte kaum noch so sehen kann, die auch dort waren. Eine Vielzahl von Orten, man sagt etwa, zur Zeit der Reformation hat es in etwa so viel Herrschaften in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich gegeben, wie es Tage im Jahr gab. Und mit so einer Gruppe kann man nicht arbeiten. Es ist eine Vielzahl, die Karte zeigt diesen Fleckenteppich, der damals geherrscht hat. Ja. Nur mal zur Klarstellung. Also wir haben zwar jetzt eine neue Kirche, einen neuen Player auf dem Kirchenmarkt sozusagen, aber das ist ja jetzt nicht die freiheitsliebende Kirche, die keine Strukturen, keine Formen mehr hat. Also kann man sagen, das ist dieselbe Kirche, nur in grün? Also es ist immer noch eine Institution, es hat Autorität, Nein, so, es hat Strafen und so, kann man nicht sagen? Nein, so kann man das nicht sagen. Nein, der Unterschied war der, dass die Altgläubigen, also die ursprünglich katholische Kirche, die allgemeine Kirche, einen viel stärkeren Einfluss auf das allgemeine Leben für sich in Anspruch genommen hat. Und zwar in der Vorstellung, dass Staat und Kirche letztendlich eins sind. Diese mittelalterliche Vorstellung von der Einheit des Staates und der Kirche vom Corpus Christianum, während der Protestantismus ganz klar getrennt hat zwischen Kirche und Staat als zwei ganz unterschiedlichen Bereichen. Und der Christenmensch sollte so nach Luthers Verständnis, natürlich ist er Mitglied der Kirche und auch Mitglied im Staat, aber er macht das als Christenmensch. Das heißt, diese so enge Verbindung, wie sie ursprünglich in der Kirche vorgeherrscht hat, die gab es dann später nicht mehr. Es gab schon ein gewisses Maß auch an persönlicher Freiheit. Die war stärker verbreitet im Protestantismus, gar keine Frage. Nun stelle ich mir das so vor, man war bis gestern mit der katholischen Kirche der Einzige auf dem Markt. Man hat alles mehr oder weniger reguliert, jetzt wird man verdrängt. Wie ist es? Haben da Kirchen schließen müssen? Wurden da Leute quasi zwangsbekehrt in die andere Kirche? Was ist denn mit der katholischen Struktur passiert innerhalb der neuen protestantischen Länder? Und vor allem, wie hat die katholische Kirche denn reagiert auf all diese Entwicklungen? Richtig. Also in den protestantischen Ländern wurde das katholische Kircheneigentum natürlich der Kirche entzogen. Klöster wurden aufgelöst. Manchmal wurden aus Klöstern Schulen. Die Priester, die ehemaligen Priester, wurden in protestantischen Ländern dann zu evangelischen Pfarrern teilweise umgeschult, so kann man sagen. Deswegen gibt es dann so viele Visitationen. Deswegen gibt es ja auch den Großen und den Kleinen Katechismus. Der Große Katechismus sozusagen als Lehrbuch für die, die etwas mehr gebildet sind. Also das war ein Prozess. Und es gab auch Leute, die ausgewandert sind, ist gar keine Frage. Und wenn natürlich ein Staat jetzt die neue Religion angenommen hat, dann bedeutete das für alle Bürger schlicht und einfach, die gehörten jetzt dazu. Also da wurde nicht gefragt, wie der Einzelne sich entscheidet.
Das Bild von Freiheit und Toleranz, das wir heute haben, das hat es damals nicht gegeben. Und die einzelnen Bürger, die konnten sich häufig auch nicht ganz frei entscheiden. Und die Kirche hat, die katholische Kirche, hat sie jetzt eine Strategie, wie sie dem begegnen will? Wie kämpft also, man dagegen an? Natürlich, die erste Strategie ist, dass sie über das Reich versucht, ihren Einfluss beizubehalten. Das ist klar. Und dann mit den Mitteln des Reiches die Ausbreitung der Reformation verhindert. Das ist die eine Seite. Und man muss einfach sagen, dass Rom viel zu spät die Reformation ernst genommen hat. Dass man immer gedacht hat, da ist so ein, ja, ich sag's mal so ein bisschen verrückter Mönch in Wittenberg. Was will so ein einfaches Mönchlein? Der spricht eh und schreibt kein super Latein. Der kann also gar nicht so gebildet sein. Man hat ihn unterschätzt, wie das so häufig ist, wenn man also jemanden unterschätzt, von dem man meint, der sei nicht ebenbürtig. Der war unterschätzt worden. Und von daher ist die katholische Kirche letztendlich immer dann nur noch zu einer Reaktion gekommen. Und dann war es ja so, dass die Reformation auch ganz stark ein allgemeines Konzil angemahnt hatte. Und dieses Konzil kam eben nicht zustande. Und zwar nicht nur die Reformation, auch der Kaiser hat es angemahnt. Dieses Konzil kommt erst zustande, letztendlich, als es schon alles geklärt ist. Ja? Im sogenannten Tridentinischen Konzil, da sind wir in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist viel zu spät. Und dieses Tridentinische Konzil kann auch nur reagieren. Das heißt, wenn die Reformation sagt, dass die Bibel allein die Grundlage des Glaubens ist und keine Tradition, dann kommt die Gegenreformation oder kommt besser gesagt im Tridentinischen Konzil die gegenläufige Antwort, nein, die Bibel und die Tradition. Das heißt, wenn man es genau betrachtet, ist das Konzil eine Festschreibung katholischer Lehren, die teilweise vorher noch gar nicht so scharf formuliert waren. Denn Luther konnte ja in vielen Dingen darauf verweisen, da gibt es noch gar keine letztendliche Aussage. Aber man sieht an der Reaktion des Konzils von Trient, dass es im Grunde genommen nur die Reaktion auf die Reformation war. Also die katholische Kirche hat dort nur reagiert. Und wenn man nur reagieren kann, ist eigentlich immer schlecht. Das war die Position, ja. Der Zug ist dann quasi abgefahren. Also es gibt jetzt nicht den Versuch, da irgendwie noch einen Kompromiss zu finden. Jede Kirche schärft ihr eigenes Profil, so wie ich das jetzt verstanden habe, und trägt dazu bei, dass der Graben immer tiefer eigentlich. Richtig. Hat es politische oder militärische Auswirkungen auf das Land? Ja, natürlich. Also man muss sich das so vorstellen, dass natürlich die Auseinandersetzungen ganz stark waren. Dass Gebiete, die protestantisch geworden sind, dass es da auch politische Auseinandersetzungen gab. Und es kommt zum Krieg. Letztendlich ist der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648, er ist ein Krieg, bei dem die großen Akteure, letztendlich geht es um den Einfluss, die Macht des Kaisers. Und hinter der Macht des Kaisers steht auch der Einfluss Roms. Und auf der anderen Seite haben wir die protestantischen Fürsten. Natürlich gibt es da auch noch andere Player, die mitspielen. Da haben wir den Einfluss Frankreichs. Und wir haben den Einfluss dann auch des Herolds aus dem Norden. Das ist dann Schweden, Gustav Adolf. Also da spielen noch mehr eine Rolle. Aber es ist der Versuch, die politischen Verhältnisse umzukrempeln, die ja eigentlich 1555 im Augsburger Religionsfrieden festgelegt worden waren. Letztendlich ist der Augsburger Religionsfrieden noch mitten in der Zeit des Tridentinischen Konzils der Versuch des Kaisers, letztendlich Einheit zu schaffen. Den Kaiser hat letztendlich dann nicht mehr interessiert die einzelnen Details der theologischen Unterschiede, sondern der wollte eine politische Regelung finden. Und die politische Regelung, auf die man sich einigt, das war ein kompliziertes Verhandlungspaket, das lautet auf einen Nenner gebracht, cuius reius eius religio, wessen Land, dessen Religion. Das heißt also, die Obrigkeit im Land bestimmt die Religion. Und das bedeutet, es gab ein paar kleine Ausnahmen, dass also der regierende Fürst oder Herzog oder wer es immer war, die Obrigkeit bestimmen konnte letztendlich, welche Religion herrscht. Das ließ sie nicht durchhalten. Schon bald hat sich das verändert. Also zum Beispiel Preußen wurde schon bald das Königshaus reformiert, während in Preußen war man lutherisch. Ja? Das heißt also, es war der Versuch einer politischen Einigung, dieser Augsburger Religionsfrieden. Was hat er gebracht?
Wir reden jetzt hier von knapp 100 Jahren. Der Augsburger Religionsfrieden ist 1555, nicht wahr? Ja. Und der Westfälische Frieden Ende des Dreißigjährigen Krieges ist 1648. Das sind Riesenabstände, das sind ja 100 Jahre, die dazwischen ins Land gehen. Der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 1648, können Sie mal ganz ein, zwei Worte dazu sagen? Also wir reden hier nicht von 30 Jahren andauernden Kriegsgeschehen, oder? Also wir müssen das so vorstellen. Es gab verschiedene Jahre, in denen viele Kriegshandlungen stattfanden. Es gab entscheidende Jahre, aber es gab auch dann Jahre, in denen relativ wenig Krieg herrschte. Und es gab Gebiete, die dann, ja, also es hängt ein bisschen damit zusammen. Auf der kaiserlichen Seite ist es dann ein Eigenakteur, das ist Wallenstein, ein reicher Mann, der durch den Krieg reich wurde, der sozusagen ein großes Söldnerheer aufgestellt hat und für den Kaiser gekämpft hat, teilweise sehr erfolgreich war. Und dann gibt es auf der anderen Seite dann die Schweden, die eingreifen und so wog das Ganze hin und her. Es gibt bestimmte Gebiete, die sehr stark betroffen sind. Vor einiger Zeit erschien das Tagebuch eines Söldners, der den gesamten 30-jährigen Krieg mitgemacht hat und der davon berichtet. Das ist also schon eine Tragik. Letztendlich kommt man zum Frieden nicht aufgrund von einem militärischen Sieg, sondern aufgrund von Erschöpfung. Das Land ist erschöpft, es ist fertig. Viele Leute sind tot, es ist ausgeblutet bis zum Letzten. Man muss sich vorstellen, die Städte liegen am Boden, die Dörfer, es ist nichts mehr bestellt. Bestimmte Gebiete bleiben frei, also sind kaum vom Krieg betroffen, die Niederlande und wie gesagt auch Nordwestdeutschland. Und letztendlich trifft man sich dann in Münster und in Osnabrück zu einem Frieden, der ein rationaler Frieden ist. Dieser rationale Frieden hat letztendlich die Grenzen Europas im Wesentlichen bis in die Gegenwart bestimmt. Es ist ein Frieden gewesen, der, man muss sagen, Frieden geschafft hat. Der Westfälische Frieden. Es gab ja diese Konferenz oder wie man das nennt, wo die Leute da zusammengekommen sind. Und ich habe in der Recherche mal nachgelesen, wer da alles zugegen war. Also es ist ja höchst interessant. Also es waren ja Dutzende von politischen Akteuren dort. Von Spanien kamen Leute von sonst woher. Jeder hatte dort was mitzureden. Unsere Zuhörer und Zuschauer haben gesagt, dass sie es ganz gut finden, wenn wir immer wieder mal eine Karte einblenden. Ich mache es jetzt nicht deswegen nur, weil es schön ist, sondern was tatsächlich... hier sehen wir die Karte von 1648. Also so sah Europa aus, als der Westfälische Frieden zustande gekommen ist. Können wir das mal von Süden bis Norden mal kurz durchgehen und mal schauen, wie die Welt damals ausgesehen hat? Ja, also was wir hier nicht sehen, ist auf der ist links davon das Königreich Frankreich. Wir sehen es ein bisschen. Das Königreich Frankreich ist ein großer einheitlicher Staat gewesen und von daher ein großer Machtfaktor. Und hat auch den Versuch gestellt, ja, also Karl V., als er deutscher Kaiser geworden ist, der Kaiser der Reformation, der hätte ja fast auch sein Kaisertum nicht bekommen, weil der französische König Anspruch erhoben hat. Also, da gab es schon große Player. Das Ergebnis ist aber, dass man jetzt es allen möglich machen möchte. Was bedeutet das? Es bedeutet also, dass es viele kleine Staaten gibt. Und diese Menge der Grenzen, die man hier sieht, das bedeutet also diese unterschiedliche Aufteilung Deutschlands. Ja, eine Vielzahl von Städten, die natürlich und von politischen Größen, die sich zu größeren Koalitionen zusammengeschlossen haben. Letztendlich entstehen dann später die großen Player daraus. Ja, dann kommt also Österreich, dann kommt Preußen, dann kommt England. Ja, und dann kommt später andere dazu, Bayern und Sachsen und Hannover und wie sie heißen. Aber letztendlich ist das ein Zeichen für die Zersplitterung der Welt. Als ich vorhin gesagt habe, ein Ergebnis der Reformation ist, dass Europa zersplittert wird, dann sehen wir das an dieser Karte. Aber gleichzeitig sieht man auch, wie mühevoll dieser Friede zustande kam, bis man sich einigt auf diesen Flickenteppich. Und das muss man sagen, es ist ein rationaler Friede, aber wie gesagt, im Wesentlichen haben die großen Grenzen seitdem gehalten. Das heißt, wir haben hier eine politische Ebene, viele Fürstentümer, viele Länder, viele Staaten, die dort zusammenkommen.
Gleichzeitig haben wir die zweite Ebene, nämlich die religiöse. Wir haben den Protestantismus und wir haben die katholische Kirche. Und die sitzen jetzt alle zusammen und versuchen jetzt ein Ergebnis zu erzielen nach diesen 30 Jahren. Ja, und kommt noch was dazu, die reformierte Kirche. Die reformierte Kirche ist gleichberechtigt anerkannt auch. Ja, also die beiden großen Strömungen der Reformation, also die lutherische und die reformierte Kirche, sind gleichberechtigt anerkannt. Das heißt, ab 1648 ist die Kirche anerkannt, auch von der katholischen Kirche? Also politisch anerkannt war es bereits seit dem Augsburger Religionsfrieden. Aber letztendlich hat 1648 der Westfälische Friede eine gewisse Ruhe gebracht in die politische Landschaft, hat natürlich dazu geführt, dass Deutschland viel später als andere Länder ein Einheitsstaat war, dass im Grunde genommen die Länder, die auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation lagen, viel später als andere Einheitsstaaten wurden, Deutschland und Italien, ganz, ganz eindeutig, hat auch dazu geführt, dass die Niederlande unabhängig geworden sind. Von dem Moment an spielen die Niederlande hier keine große Rolle mehr, zumindest im Blick auf Deutschland nicht mehr, wenngleich Niederlande und Deutschland so eng miteinander verwoben sind, dass ja, vieles eben doch sehr, sehr eng ist. Auf der anderen Seite, es ist eine Neuordnung der Welt gewesen. Letztendlich, so kann man sagen, es ist ein Ergebnis der Reformation, eins unter vielen anderen. Dr. Hartlaub, vielen, vielen Dank für diese Epoche, der Abschluss der sogenannten Reformationen, die bis heute Nachhall findet im täglichen Leben von vielen Millionen Menschen, auch in Europa. Ich bin gespannt auf die nächsten Sendungen, die wir zusammen miteinander haben werden. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal. Gerne, alles Gute. Tschüss. Tschüss.